Die Schuhwerk-Klassik ist 2017 entstanden, durch ein paar Oldtimer-Freunde vom Bund der Selbstständigen Bad Mansfelder Hoher Gehre. Ist eigentlich relativ schnell relativ groß geworden, ja, also über sich hinausgewachsen, ja, über ein normales Oldtimer-Treffen. Wir haben eigentlich von Anfang an versucht, ein bisschen mehr draus zu machen, ein bisschen mehr Aktivitäten, das auch in den Ort einzubinden und nicht irgendwo auf die grüne Wiese zu machen. Natürlich in erster Linie immer Oldtimer. Ja. Wir sind jetzt gerade bei 14 Uhr bei etwa 500 Fahrzeuge. Also wir denken, dass wir vielleicht heute mal die 600 Fahrzeuge-Marke knacken. Wir haben unser Gebiet wesentlich vergrößert. Wir haben also diese Oldtimer-Meile, unsere Hauptstraße, die haben wir um das Gelände Escherländer, um das Industriegebiet Escherländer mit erweitert, um noch mehr Stellmöglichkeiten zu bekommen. Wir haben dann auch bei der Firma Ayase und Unrat, wenn ich das sagen darf, noch eine zweite Grillstation von der Feuerwehr aufgebaut. Es gibt auch Kinderdrehtauto zum Fahren und der Förderverein von der Grundschule ist da noch mit am Start. Ja, und dann hat auch der Herr Neef noch im Rathausfoyer eine kleine Ausstellung gemacht über historische Feuerwehr, Helme und solche Sachen, ja, also so Unikate, die er da noch gefunden hat. Also wir versucht auch das drumherum ein bisschen größer und schöner zu gestalten, ja. Wir haben mal wieder das Café Rosenrot am Start, wie 2017 schon. Wir sind diesmal durch den Mantelhandel ergänzt worden, also eine Mantelbrennerei, die dann noch gekommen ist. Und der Pandoro natürlich, der uns da auch wieder ergänzt. Hofft natürlich immer, ja. Ich meine, wir haben hier Bombenwetter, muss man natürlich dazu sagen. Das steht und fällt mit dem Wetter. Wir haben versucht, dieses Jahr unser größtes Manko, das wir 2017 gehabt haben, das war gerade die Einfahrtssituation, dieses Jahr ein bisschen zu entzerren, indem wir die Fahrzeuge zweispurig reinlassen. Aber die Einfahrtszeit, das ist eigentlich immer noch unser größtes Problem, war dieses Jahr leider wieder halbe, dreiviertel Stunde zum Teil in die Stoßzeiten. Das ist was man dann in 2020 auf jeden Fall besser machen will. Ja, also unser Oldtimer-Treffen findet, die dritte Runde findet am 16.08.2020 statt. Ja, wir werden das jetzt in den Zwei-Jahres-Rhythmus legen. Wenn wir einfach nochmal ein Jahr Planungszeit dazwischen lassen möchtet, um an dem Konzept zu feilen, um das Ganze dann einfach schöner und attraktiver zu gestalten. Und ich denke auch, wenn man den Rhythmus auf zwei Jahre legt, weckt man auch ein bisschen mehr Begehrlichkeit bei den Leuten, ja? Dass sie sich eher darauf freuen, dann wiederzukommen.